Hallihallo, meine Lieben, willkommen zum neuen Rewe-Haul. Und zwar gibt es Würstchen im Angebot für 97 Cent, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ohne Pfand natürlich. Wenn man zwei Stück kauft und die Rewe-App hat, gibt es 1 Euro Rabatt. Heißt, da sind wir ungefähr bei 47 Cent, glaube ich, pro Flasche. Und dann gibt es auf Kubis noch 1 Euro. Also wenn es gut geht, sind die alle gratis. Also ich hoffe natürlich, dass Kubis das gut schreibt. Ja, weil auf dem Rewe-Coupon steht nicht, für was der Coupon war. Daher schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir 6-mal diese Pinken mitgenommen. Die sind jetzt hier mit schwarzer Tee und Pfirsich. Und 6-mal diese Zimt. Die schmecken sogar echt gut. Ja. Dann haben wir aber noch mitgenommen, also ich habe mir hier Apfel-Zimt-Marmelade mitgenommen. Die suche ich schon länger. Hier einmal Beefy, einmal Toast, hier so eine Stange und einmal Croutons. Sprich, wie ich aussprich. Ja, und dann sehen wir uns wie immer am Anschluss. Bis dann. Hallo, meine Lieben. Ja, nicht wundern, hier steht noch die Kürbissuppe. Gibt's jetzt gleich. So, jetzt geht's weiter. Liam wollte Jacke ausziehen. Und zwar habe ich 37 Mal Landliebe aus dem Rewe mitgenommen. Oh, ich dachte, das ist offen. Genau, Schoko, normaler Grieß, Zimt und Vanillepudding müssen noch irgendwo stehen. Ja, genau hier. Hier unten geht's natürlich weiter. Auf jeden Fall 37 Stück, mehr war nicht da. Ich war jetzt auch nur im einen Rewe, weil es geht halt nur auf einmal per PayPack-Karte. Genau. Und leider hat es. Moment. Und zwar habe ich pro Becher 6 Cent bezahlt. Es geht noch besser. Aber bei mir hat ein Coupon nicht funktioniert. Das scheint bei mehreren zu sein. Da müsst ihr aufpassen. Aber wenn ihr sagt, ach, 6 Cent pro Becher ist in Ordnung. Finde ich jetzt zum Beispiel ein guter Schnapper. Weil die sind auch echt lecker, diese Dinger. Natürlich 3, 4 Cent, was man normalerweise pro Becher zahlt, ist mega. Sage ich überhaupt nichts. Aber der 15-fach hat bei mir nicht funktioniert. Und zwar braucht man den 10-fach auf Joghurt. Da habe ich nämlich 63 Cent bekommen. Und 30-fach extra auf Landliebe. Da habe ich nämlich 11,10 Euro bekommen. Und ja, genau. Den müsst ihr eigentlich in eurer PayPack-App haben. Den 10-fach auf Joghurt, den habe ich im Internet gefunden. Wenn ihr auf MyDeals guckt, da findet ihr alle Infos. Genau. Und ja, ich habe jetzt 6 Cent bezahlt statt 3, 4 Cent. Aber das Problem haben wirklich mehrere. Da muss ich jetzt damit leben. Ich finde es schade, weil 3, 4 Cent, na hallo. Aber besser als wie, was kosten die normal? Im Angebot 38 Cent. Genau. Ja, mein Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Schnapper. Bis dann. Hallo, meine Lieben, willkommen zu neuem Haul. Heute war ich nochmal Rewe, Lidl und Kaufland. Genau, ich habe ein bisschen Couponing noch getrieben, habe ein bisschen Schnäppchen eingekauft. Und zwar, ihr seht ja schon nochmal Milchreis von Landliebe und Pudding. Die haben circa 2 Euro alle zusammen gekostet. Ihr wisst ja. Aber ich glaube, diesmal bin ich bei 3 bis 4 Cent. Diesmal hat es geklappt. Also diesmal hat es ein 15-fach. Den 10-fach und den 30-fach akzeptiert. Ich habe die Karte von Marco genommen, weil es geht nur einmal pro Konto. Genau, also 3 bis 4 Cent pro Pudding. Und ja, die essen wir alle. Und zum Beispiel meine Kinder essen die gerne und ich liebe sie auch. Also sie sind wirklich lecker. Dann habe ich einmal Paprika noch mitgenommen vom Lidl, die brauche ich für Donnerstag. Dann habe ich 50% ein bisschen gestoppt und zwar diese Marshmallow für 96 Cent statt 1,93. Ja, es sind Halloween-Marshmallows, aber mein Sohn liebt die und vernascht die gerade ganz gerne. Das ist die zweite Version, deswegen habe ich die jetzt einfach mal mitgenommen. Dann habe ich von Rewe noch. Ja, wenn ihr euch wundert, was ich gemacht habe, ich habe mich verbrannt. Milka habe ich mitgenommen. Ja, genau. Und zwar habe ich 8-mal Milka mitgenommen. Die kosten 63 Cent im Rewe und minus 2 Euro Coupon. Da habe ich Spekulatius mitgenommen. Milchcreme mit knusprigen Keksteigen und einmal Mandel. Ja, die wollte ich mal probieren. Dann Marco hat sich im Lidl diese Schoketten mitgenommen. Zweimal Nuss-Nougat. Hier einmal das hier hat er sich mitgenommen. Einmal hier das Bunte. Dann habe ich mir zwei Proteinriegel mitgenommen.
vom Lidl. Einmal hier ein Nut und einmal Cookie. Nee, Oreo. Keks auf jeden Fall. Hier nochmal dieses 50% Keks da. Ich hab hier dreimal Babybell noch leicht mitgenommen, weil die sind im Kaufland bis heute im Angebot. Habe ich gleich nochmal zugegriffen. Und einmal Kinder Country. Und dann gab es die letzte Chance. Einmal so ein Eimer für 49 Cent und so Sanddinge für 24 Cent. Da haben wir zweimal mitgenommen für nächsten Sommer. Dann habe ich vom E-Center habe ich einen Teil mitgenommen. Diesen Käse mitgenommen, den kann man nämlich gratis testen, wie ihr seht. Dann vom Kaufland habe ich noch Milka-Creme mitgenommen. Drei Stück kaufen, dass man über 5 Euro ist, minus 2 Euro Rabatt, genau. Dann hier vom Lidl leider nur noch eins und ich kann den Preis nicht mehr lesen, aber 76 minus 50, ja, Burgerbrötchen. Dann darüber habe ich mich sehr gefreut und zwar sind es Alpro-Joghurts, eigentlich keine Joghurts, sondern pflanzliche Dessert und die sind eigentlich auch echt lecker. Vor allem dieser dunkle schmeckt mir sehr gut, war leider nur einer da, aber eigentlich fast von jeder Sorte einmal. Und zwar kosten die 72 Cent statt 1 Euro, ja, müsst ihr jetzt dazu rechnen. Dann im Kaufland gratis war einmal hier bei für 2,41 Euro im Abverkauf und es gibt ein 2,50 Euro Coupon, war also gratis. Gratis in der App war zweimal Eistee. Dann hier Granini, diese, wo steht denn das jetzt so? Nicht Selektion, sondern Sensation. Da gab es leider 4 Stück nicht mehr, also nur noch 6, aber die 4 Stück finden wir auch noch. Und zwar, wenn man 5 Stück kauft zum Beispiel, also eine App, 5 Stück, gibt es auf Kupis 50 Cent und auf Skonto 50 Cent. Das heißt, eine Flasche kostet 7 Cent plus Pfand, aber den gibt man wieder ab. Dann hier zweimal... So gut Veggie gratis, weil in der Kochbar oder Skonto App gibt es die zum gratis testen. Dann 50% waren diese Next Level Nuggets. Zweimal habe ich jetzt mitgenommen. Einmal so ein Hähnchen-Minutenschnitzel habe ich mitgenommen. Moment. Marco hat sich einmal Pizza mitgenommen, da gab es noch ein Coupon in der App. Dann habe ich zweimal Toast mitgenommen, Vollkorn normal, 50%, 38 Cent und 48 Cent. Und eine Big Pizza Style durfte noch mit und zwei so vom Bäcker. Ja, mein Lieben, das war's. Nun sehen wir uns wie immer am Freitag. Bis dann. Hallihallo, meine Lieben. Willkommen zum neuen Food Haul. Vielleicht kommt morgen nochmal was, also dranbleiben. Muss aber gucken. Genau. Und wir waren heute im Lidl, in Aldi und im Kaufland. Genau. Ich sage immer dazu, wo ich was gekauft habe. Einmal im Kaufland, ein Müller mit der Ecke. Ja, mich hatten die anderen nicht angesprochen und die Weihnachtsmüller-Ecken gab es irgendwie nicht. Da habe ich die jetzt mal mit die Waffeln mitgenommen. Das sah ganz interessant aus, gab es im Angebot. Dann habe ich diese Riegel mitgenommen, die schmecken echt gut, also vor allem der hier. Die gibt es im Lidl, in so einem extra Ständer. Da habe ich ein paar mitgenommen, auf Vorrat gekauft. Echt, kann ich wirklich empfehlen, sehr lecker. Marco hat sich eine Lasagne mitgenommen. Eine fette. Zweimal Katzenfutter wieder. Dann einmal der leichte Grattor-Käse aus dem Lidl. Einmal Mozzarella aus dem Lidl. Dann im Kaufland gibt es ja die großen für 1,66 im Angebot. Wenn man 4 Stück kauft und den 2-Euro-Coupon benutzt, dann zahlt man weniger. Ich habe mir Keks zweimal mitgenommen und zweimal diese ganzen Haselnüsse. Und Marco hat sich hier mit Peanut und Karamell und einmal Toffee, ganze Nuss. Und hier Mandelkaramell. Und die letzte. Mein Gott. Nochmal die da oben. Genau. Dann im Lidl zweimal Philadelphia Mousse für 43 Cent. Und einmal hier Sweet Chili. Dann Kartoffeln gab es am Angebot für 1,46 Euro. Da haben wir einen Sack mitgenommen.
Tomaten haben wir mitgenommen. Dann, das hat mich auch so angesprochen. Ein paar Plätzchen werden wir backen, vor allem diese Dinger. Marshmallow ist drin, das da. Ja, gibt es im Lidl. Einmal diese und einmal das hier. Ja, vor allem diese dicken Dinger sprechen mich an. Ja, für die Plätzchen. Ach, in Rossmann habe ich auch ein bisschen, habe ich auch was geholt. Und zwar im Rossmann, da fehlt aber eins. Ich habe nämlich 5 Stück gekauft. Da muss ich noch mal gucken. So, jetzt habe ich es gefunden. Und zwar habe ich dreimal Vanille mitgenommen und zweimal Erdbeere. Ja, die gibt es für 3,99 im Abverkauf. Ich habe aber noch einen 10-Euro-Gutschein vom Rossmann gehabt. Den habe ich bekommen. Also den bekommt ihr zum Beispiel nirgendwo. Da habe ich dann noch 10 € eingelöst, habe für alle 9 € irgendwas bezahlt. Genau, und ich mache die ja gerne überall rein, in Quark oder sonst wo. Dann zweimal Creme Fraiche, Kräuter, ups, Piccolinis gab es im Angebot, die mache ich ja sehr gern für meine Kinder. Zweimal Salami, dann diese Dr. Oetker Muffins sind im Angebot und kleine Kuchen Zitrone und die schmecken wie selbst gemacht. Also wenn man mal solche Packungen machen möchte, würde ich die mal empfehlen. Die sind, schmecken wie selbst gemacht und fluffig und lecker. Genau. Zweimal Brokkoli war im 50%. Dann habe ich hier so einen Blätterteig für 48 Cent mitgenommen. Diese hier sind neue Mini-Cookies, die wollte ich mal testen. Bananen habe ich mitgenommen. Tomaten passiert. Schmand. Dann einmal hier Champignons. Salami, dann 50% Aufschnittplatte, 73 Cent. Dann hier zweimal Schinken, der war auch im Angebot. Dann im Aldi gab es für 1,99 diese Pelikan-Patronen. Die habe ich jetzt zweimal mitgenommen, weil meine Kinder brauchen die sowieso die ganze Zeit. Und wenn die günstig sind, habe ich zugelangt. Dann hier 50% dieses Sandwich. Für 62 Cent und die sind schon echt schön dick. Da freue ich mich schon drauf. Einmal Äpfel, eine Gurke aus dem Lidl, weil im Lidl kostet die nur 47 Cent. Dann hier zweimal Pizzateig. Dann vom Aldi gibt es Grand Mousse von Ermann. Da mit 10 Stück, also 5 ich, 5 Marco und aufs Konto oder kochbar gibt es 50 Cent Cashback. Und wieder ein Eistee aus dem Lidl gratis. Dann habe ich diese mitgenommen, Smoked Paprika. Die liebe ich ja, das wisst ihr ja. Finde die mega, mega lecker. Und einmal Rösti, die gibt es nämlich beide im Angebot. Einmal Magerquark klein und dreimal groß. Und ein Pepsi Max Sixer-Pack. Sixpack, so heißt es. Ja, mein Lieben, vielleicht sehen wir uns morgen noch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Hallihallo, willkommen zum letzten Teil dieser Woche. Der Liam weint gerade ein bisschen, aber der ist beim Papa. Wir waren noch mal im C&A. Zeige ich am Schluss noch den Kassenzettel. Ich war kurz im Rewe, habe einen Teil geholt und beim Lidl haben wir was gekauft. Ja, genau. Und zwar beim Rewe habe ich einmal dieses hier gekauft. Das wollte ich mal probieren. Und im Prospekt ist ein 1-Euro-Coupon. Das habe ich heute irgendwie erst erfahren. Und in der PayPack-App gibt es Punkte dafür noch. Und zwar 40-fach, also 46 Cent müsst ihr noch abziehen. Heißt 1,28 kostet ein so ein Pack. Und ich habe in der Weltwatchers-App geguckt, das geht von den Punkten her. Und bin gespannt, wie das schmeckt. Könnt mir ja den Kommentar schreiben, ob ihr das schon getestet habt. Lasagne gab es leider nicht, sonst hätte ich die Lasagne mitgenommen. Ja, schreibt's mal, wie das schmeckt. Dann gratis in der Lidl-App Eistee und einmal Salzbrezel. Jetzt zeige ich euch und hier einmal wieder unser Red Bull. Dann haben wir hier einmal, habe ich mir ein T-Shirt mit Mickey und Minnie Maus. Da habe ich mich sehr gefreut darüber, weil ich bin ja so ein Fan von sowas. Und das hat jetzt hier 4,99 gekostet, minus 70%. Wie gesagt, ich zeige euch danach noch die Kassenzettel. Ich habe allerdings zwei Produkte normal gekauft. Dann einmal mit Snoopy drauf.
Das kostet auch 4,99 mit minus 70%. Dann haben wir hier eine Hose für Marco. Ja, in der Männerabteilung war irgendwie voll. Frauen und Kinder war fast gar nichts da. Also Kinder konnte man eigentlich vergessen. Für Frauen war wirklich auch sehr wenig da. Leider, leider. Normalerweise shoppen wir da immer groß, wenn es 70% gibt. Aber in letzter Zeit, wenn es die Aktionen gibt, gibt es einfach gar nichts. Ja, hier einmal, da ist das jetzt schon abgefallen. Ja, schauen wir uns dann an. Eine graue Jeans. Ist auch recht dick und groß. Dann hier ein rotes T-Shirt, gestreift mit Tasche. Das T-Shirt 2,99 minus 70%. Dann hier ein blumengelb-weißes T-Shirt. Das 4,99 minus 70%. Und ein gelbes. Ja, ich sehe so ein gelbes. Das kostet 2,99 minus 70. Dann hier haben wir, hat er sich noch meine Hose mitgenommen. Das ist so ein blau-weiß, wie man das nennt. Und die da hat jetzt gekostet 19,99 minus 70%. Ich sitze mal am Boden. Dann eine Jacke habe ich für die Lea gefunden. Das ist jetzt aber eine Frühlingsjacke. Die passte jetzt noch nicht, aber das war die einzige und habe gedacht, wenn es Frühling ist und regnet, 9,99 minus 70%. Hier steht es ja 12 Jahre. Okay, ja gut, aber sie hatte jetzt schon 140 und sie ist 9. Dann habe ich einen BH mitgenommen. Ja, ich muss ja ab und zu, muss jetzt mal wieder neue BHs kaufen. Das ist so ein schwarzer und der hat jetzt normal gekostet. Der war jetzt auf 12,99. Dann habe ich dieses Kleid hier gefunden. Und das ist so schön. Hier so Rosen. Und das fand ich so schick. Hat hier auch einen Ausschnitt. Ja, kann man auf der Stange besser sehen. 19,99. Es war jetzt nicht reduziert. Aber ich fand das so schön. Schaut euch mal das an. Ich fand es hübsch. In der Leggings drunter. Schick, schick, schick. Dann hier einmal Hackfleisch. War da noch ein Paprika. So, jetzt zeige ich euch Kassenzettel. Jetzt muss ich schnell schauen. Hier einmal 12 Euro minus 8,40 Euro. Ach, die Schuhe habe ich vergessen. Das sind die Schuhe. Für Liam haben wir die mitgenommen. Einfach, wenn wir irgendwie rausgehen oder für zu Hause, wie auch immer. Und 19,95 Euro kosten die normalerweise. Und hier sieht man 12 Euro, 8,40 Euro, 3,51 Euro haben diese Schuhe nur noch gekostet. Dann haben wir hier 4,99, 3,49 und 4 Cent. Und was war denn das Trick? Kann man es gar nicht mehr erkennen, aber 4,99 minus 3,49, also 2,92 für zwei Teile. Moment. Hier geht's weiter. 19,99, das war eine Hose. 13,99, also 5,85 für eine Hose. Und ich glaube, die andere Hose hat genauso viel gekostet. Hier Jeans, ja genau, 19,99, 13,99, 2,99, 4,99, da hat es irgendwie nur 13 Cent und 19 Cent. Ah, hier hat es irgendwie gar nichts abgezogen. Das haben wir erst danach bemerkt. Aber mei, da wollten wir uns jetzt halt nochmal anstellen. Beziehungsweise der Marco, der wollte sie, ich hätte mich schon angestellt. Hier 2,09 Euro, genau. Hat er dann 12,66 bezahlt. Klar, wenn er jetzt beim T-Shirt, naja. Passiert. Ja, meine Lieben, das war es jetzt aber für diese Woche und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.